Hallöchen, jetzt wieder euer Doc und ich begrüße dich wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Wie du schon gut erkennen kannst, bauen wir heute eine Yacht und zwar die Yacht von Duff. Wir haben ja schon, sag ich mal, die Duff-Fabrik wie das Stadion und den Zeppelin schon einmal gebaut. Ist vielleicht ein bisschen her, vielleicht der eine oder andere kann sich nicht mehr dran erinnern. Aber von dem Ganzen fehlt uns ja natürlich noch das Schiff. Und ich habe mich jetzt so ein bisschen nochmal ein bisschen schlau gemacht, wie das Ganze aussieht. Ich bin jetzt dazu gekommen, das Ganze aus der Spiele-App-Version zu bauen, denn aus der Folge des Simpsons hat mir das Ganze nicht so gefallen. Ist auch ein bisschen eine ältere Folge gewesen. Wer möchte, ich blende es euch nochmal ein, könnt ihr gucken. Ja, aber wir bauen jedenfalls das Ganze aus der Spiele-App, das hier vor mir ist. Wie immer nur der Vorbau. Wir werden das, sage ich mal, aber so gut wie es jetzt hier in der Farbe ist, schon so übernehmen. Ne? Wir tauschen nur die Wollblöcke, also die ganzen Wolleblöcke durch Beton aus, ein bisschen Holz. Tauschen wir noch aus, sagen wir hier dieses ganze helle Holz. Das wird dann am Ende Quarz werden. Und ich denke mal, das Geländer hier, das lassen wir in der Farbe, so wie es ist. Das ist auch bei der Duff-Yacht auch so ein schwarzes Gelände. Und wir haben nicht wirklich in Minecraft so ein dunkles Gelände. Von daher denke ich mir, das Holz, das geht. Ne? Da wird ja natürlich keiner so doll rummeckern. Ansonsten werde ich heute auch ein bisschen hier wieder Massenarbeit betreiben. Denn ich sage mal, so ein Schiff, das haben wir schon lange nicht mehr gebaut. Das letzte war ja hier das Donut-Schiff, ne? Und hier werde ich wieder so ein bisschen Hälfte-Hälfte bauen, so vom Rumpf zum Beispiel. Oben das Ganze werden wir noch schön gemeinsam bauen, aber unten Rumpf, da werden wir ein bisschen Massenarbeit machen. Da ist ja eigentlich an sich immer nur, ne, hier die Form sich ein bisschen hinziehen. So, ich zeige euch nochmal hier den Vorbau von der anderen Seite. Da wollte ich kurz was sagen. Und zwar heute in der Folge werden wir hier unten den Rumpf, genauso jetzt bauen wir auf der anderen Seite, wie ihr gerade eben gesehen habt. Aber hier habe ich mal noch geguckt, ob das mit, sag ich mal, wenn man die Schrift Duff macht, ne, mit Treppen oder so besser aussieht. Ich finde nicht. Also das sieht echt beschissen aus. Mit Blöcken finde ich das besser, auch wenn man es nicht lesen kann. Es kommt irgendwie besser rüber, als wenn man da einfach so, Treppen nimmt. Weiß ich nicht. Das ist mein Geschmack. Ich finde es nicht toll. Von daher machen wir es eh mit Blöcken. Ja, aber der eine oder andere, vielleicht dem es gefallen sollte, der kann es natürlich machen. Ansonsten werden wir auch das Schiff, sag ich mal, hier, wo es, sag ich mal, so kahl aussieht, auch so kahl bauen. Ich lasse eure Fantasie wieder freien Lauf. Es wird uns nichts vorgegeben, wie es da aussieht. Ob da jetzt Fenster sind, Rettungsboot oder sowas, könnt ihr euch ausdenken. Werde ich auch noch machen. Ne, das kommt dann darauf an, ob man sich die Yacht einrichtet oder nicht. Ansonsten könnt ihr auch Fake-Fenster hinmachen, ne, wie ihr wollt. Ansonsten denke ich mal, hier oben, wenn ich auf der Seite, ja, ich glaube, ich werde hier auf der Seite auch den Eingang machen, wo auf der anderen Seite sieht man nicht, dass da ein Eingang ist. Ne, da können sich ein paar Fenster. Kann man auf der anderen Seite auch machen, wenn man möchte. Ein paar Fenster. Aber ich lasse euch das Ganze glatt. Ne, da könnt ihr eure Fantasie freien Lauf lassen. So, jetzt habe ich euch wieder genug vollgequasselt. Da wollen wir uns mal ranmachen. Aber bevor wir uns ranmachen, heute denke ich dran. Es wollte einer gegrüßt werden in der letzten Folge. Sei gegrüßt. Willkommen hier zum Yachtbau. Und da würde ich sagen, legen wir mal los. So, die Kiste wartet schon hier am Strand auf uns. Da bedienen wir uns mal. Wir fangen jetzt erstmal, würde ich mal sagen, mit den ganzen Blöcken an, die wir unten für den Rumpf brauchen, für das Schiff. Also, da holen wir uns mal einfach weißen Beton raus, dann noch ein bisschen roter Beton, dann schwarzer Beton, dann holen wir uns türkises Glas raus. Also, ich finde das am besten dafür, kannst auch gerne hellblaues nehmen, wie du möchtest, aber jedenfalls Glasblöcke brauchen wir. Dann holen wir uns auch ein paar Steinblöcke raus. Dann würde ich sagen, eine steinzige Mauer können wir uns rausholen. Kannst auch eine andere Mauer nehmen, ne? Immer Geschmackssache. Dann holen wir uns noch Steintreppen und die passenden Stufen dazu. Und wenn wir das haben, haben wir noch einen Slot frei und da ist unsere Hand. Und dann sage ich, legen wir los. Das Duff-Schiff, denke ich mir, passt gut vorm Hafen hin. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu dicht hier schon ist, zu gebaut, aber ich denke mal, wir wollen ja noch bestimmt irgendwann mal noch mehr bauen. Von daher passt das Ganze, wenn wir es doch ein bisschen hier enger bauen. Ne? Außerdem ist es gut befahren. Jo, dann würde ich sagen, nehmen wir erstmal den weißen Beton und ziehen uns den Grundriss vom Schiff. Ne, man erkennt hier vielleicht schon so ein bisschen, wo das Ganze hinführt. Und dann würde ich sagen, fangen wir von hinten nach vorne an, von vorne nach hinten. Ne, wir machen von hinten nach vorne, ne? Wir sind ja, ne? Jo, dann machen wir immer auch gleich zwei Blöcke übereinander. Wir fangen hier erstmal hinten an, setzen 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke hin, machen wir gleich hier so ein bisschen hoch. Ne, sag ich mal, ihr müsst euch das vielleicht auch erstmal ins Wasser ziehen. Ne, kann ein bisschen länger dauern. Bei mir, ich habe extra so gemacht, dass ich halt hier immer schon das Ganze mir hinsetzen kann, ne? Gut, wir machen jedenfalls eine Schicht im Wasser und eine gleich darüber. So, dann haben wir einen Fünfer gemacht. Dann gehen wir jeweils zur Seite und machen einen Einser. Ich ziehe mir das Ganze gleich schon auf einen Zweier hoch. Ja. So, dann geht es wieder weiter zur Seite. Da setzen wir 1, 2, 3, 4 Blöcke hin. Das Ganze immer auf eine Zweierhöhe. Synchron hier auf der anderen Seite ziehen wir mit, ne? Zack. So, danach geht es ein bisschen länger nach vorne. Jetzt müssen wir zählen. Also,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 Blöcke ziehen wir einfach gerade lang das Ganze auf eine Zweierhöhe. Und wenn wir das denn auf der einen Seite gemacht haben, ziehen wir nochmal 23, ich sag's richtig gerne nochmal, 23 Blöcke hier auch nochmal lang. So, haben wir denn auch diese Schichten gezogen? Jetzt wieder weiter. Jetzt gehen wir ein bisschen nach innen wieder. Da setzen wir denn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke hin. Auch hier wieder immer eine Zweierhöhe. Andere Seite müssen wir auch nochmal 8 Blöcke ziehen. So, die nächsten Blöcke wären dann 1, 2, 3, 4, 5. Andere Seite natürlich auch. 1, 2, 3, 4, 5. Auch hier mal Zweierhöhe, ne? So, jetzt nähern wir uns langsam der Spitze. Da machen wir dann einen Dreier hin. Gleich da folgen wir dann nochmal einen Dreier, ne? Also zweimal einen Dreier machen. Andere Seite auch nochmal. So, den ersten Dreier. Und dann machen wir noch einen Dreier. So, ganz vorne die Spitze machen wir einen Zweier hin. Auch hier Zweierhöhe. So, dann haben wir so ein bisschen unseren Grundriss. Wenn es bei dir natürlich ein bisschen länger dauern sollte, dann mach hier kurz Stopp und zieh das Ganze erstmal lang. Und bist du soweit? Können wir weitermachen? Wunderbar. Ja, wenn das denn soweit erstmal ist, hier so ein bisschen über dem Wasser und so, schnappen wir uns nochmal unseren weißen Beton raus und fliegen auf die Rückseite unseres Schiffes schon mal. Wir werden das Ganze jetzt hier ein bisschen überstehen lassen von unseren weißen Blöcken. Hier hinten jetzt, bei unserer freien großen Fläche, machen wir zwei Blöcke jetzt einfach so rüber, synchron immer auf der anderen Seite mitziehen. Und dann hier hinten bei diesen Zweier, der hier noch ist, machen wir einen hin und gleich hier hinten auch nochmal so einen, ne, dass das hier ganz so einmal übersteht. So, jetzt gehe ich einmal bis ganz nach vorne hin. Hier lasse ich mir jetzt 1, 2, 3, 4 Blöcke überstehen. Danach lasse ich mir jeweils immer nur noch einen Block überstehen, das Ganze dann bis einmal nach vorne. So, machen wir es noch einmal, damit sitzt, also ich bin wieder hinten dran. Ich mache jetzt hier hinten erstmal jeweils immer einen Block, der übersteht. Denn hier gleich an dieser Kante mache ich mir zwei Blöcke, die überstehen. Fliegt dann hier einfach mal nach vorne hin. Hier lasse ich mir dann 1, 2, 3, 4 Blöcke überstehen. Und der Rest jeweils immer noch einen Block, bis wir vorne natürlich angekommen sind. Wir bleiben immer noch bei unserem weißen Beton und fliegen einmal auf die Seite unseres Schiffes. Wir haben ja gerade eben so ein bisschen das Ganze überstehen lassen. Wir fliegen nochmal zu dieser einen Seite, wo wir jetzt 4 Blöcke überstehen lassen haben. Wir gehen jetzt, sage ich mal, noch ein weiter nach rechts, dass wir jetzt hier vorne insgesamt zu 5 haben. Und ziehen dann diesen Block bis ganz nach hinten lang und halten den dann hier vor unseren zwei Blöcken, die wir ja gerade übergezogen haben, an. Ne, das ist so eine weitere Ecke, die wir hier so ein bisschen jetzt ranziehen. Auf der anderen Seite auch nochmal, wir können auch von hinten gerne beginnen. Wir hatten ja die zwei rübergezogen, ne? Und dann beginnen wir hier, ziehen einfach den Balken bis nach vorne und halt! Wir hatten ja hier 4. Und einen müssen wir noch weghauen, dass wir 5 haben und dann passt das Ganze. Nach dem weißen Beton können wir jetzt einmal zum roten Beton wechseln. Ich werde jetzt auch immer so ein bisschen nebenbei was hier mitziehen, damit ich hier nicht durcheinander komme beim Erklären. Jo, wir fangen jetzt an, uns weiter nach oben zu bauen. Jetzt geht es ja mit der roten Schicht weiter. Wir beginnen erstmal wieder hinten auf der Seite des Schiffes. Da setzen wir einfach mal hier in der Mitte an und ich ziehe jetzt einfach mal hier eine weitere Betonschicht, genau auf der gleichen Länge wie der weiße Beton ist, also 7 Blöcke insgesamt. Wir werden das Ganze hinten schon mal etwas höher ziehen. Das heißt einfach mal, ich setze darauf jetzt eine zweite Schicht, lasse die jetzt aber schon mal an der Seite einmal überstehen und mache darauf dann 2 weitere Blockschichten. So, dann haben wir hier an sich einen Dreier, hier unten halt unseren 7er. So, dann würde ich mal sagen, bauen wir uns weiter nach vorne, fangen jetzt an der Seite an. Das macht man auch immer synchron mit der anderen Seite mit, habe ich natürlich schon, also ich spare mir wieder Arbeit. Wir machen jetzt einfach hier in dieser Ecke einfach einen einzelnen Block hin, dann setze ich mir hier an der Seite denn 3 an und dann geht es hier einmal weiter nach hinten, da lassen wir den 2 überstehen. Hier vorne auf dieser weiteren Schicht, die wir ja rangezogen haben, setzen wir jetzt vorne nichts an. Wir ziehen jetzt einfach den roten Beton bis vorne einmal glatt ran, setzen da dann noch 1, 2, 3 weitere Blöcke ran. Danach setzen wir dann hier drauf 2 weitere rote Betonblöcke und ziehen das dann 1, 2, 3, 4 Blöcke nach vorne. Dann setzen wir wieder hier auf der Ecke einen rauf und setzen da vorne auch wieder 1, 2, 3, 4 Blöcke einfach ran.
So, dann setzen wir vorne wieder eine rauf und setzen jetzt vorne hier nur zwei weitere Blöcke ran. Beispiel nochmal. Einen raufsetzen und zwei Blöcke. Ups. So nach vorne. Und die restlichen zwei Blöcke, da setzen wir jeweils immer nur noch einen vorne einfach an. Ne, auf der anderen Seite, ich hab's ja hier schon gemacht. Ne, in dem vorne einfach noch so ein Zweier rauf. So, das Spiel macht man nochmal auf der anderen Seite. Wenn du es ein bisschen kompliziert findest, stell dich immer so ein bisschen von oben aufs Schiff. Da kannst du immer am besten sehen, wie du so ein bisschen gebaut hast und überprüfst dann, ob da Fehler drin sind. Das sieht man hier am besten, ob die hier nicht übereinander liegen sollten. Ne? Das sieht man dann recht gut. So, weiter geht's jetzt immer noch mit dem Rumpf. Wir werden jetzt die Seiten zuziehen, so langsam. Ich habe mir auf der einen Seite das schon ein bisschen vorgezogen. Und das wollen wir jetzt auch noch hier auf der anderen Seite machen. Nur dann ziehen wir es natürlich noch zu. Wir beginnen wieder hier hinten einfach. Wir hatten ja, sage ich mal, jetzt hier auf unserer großen langen Fläche hier hinten ja zwei Betonblöcke langgezogen. Da müssen wir nochmal einen weiter vorne ransetzen, dass wir insgesamt drei haben. Auf der anderen Seite müssen wir es dann natürlich auch noch nachziehen. Wenn wir das haben, geht es weiter, dass wir jetzt hier einfach mal zwei Blöcke zur Seite noch hier oben einmal so hinziehen. Und dann gehen wir, zack, so, dass wir nochmal zwei so einfach nach oben machen. Hier einfach so, dass wir hier noch so eine Ecke haben. Ne? Das macht man natürlich dann erstmal synchron noch mit auf der anderen Seite, damit man hier nicht durcheinander kommt. Und wenn wir das haben, gehen wir ein bisschen weiter nach vorne. Wir setzen jetzt einfach, so würde ich mal sagen, nach unserem Dreier, den wir haben, hier darüber einfach mal einen Vierer hin. 1, 2, 3, 4. Und nachdem wir den Vierer haben, setzen wir davon nochmal jeweils so einmal schräg nach oben nochmal jeweils einen Einer. Wenn wir das dann erstmal soweit haben, würde ich sagen, füllen wir die Fläche aus. Das heißt, wir fangen dann einfach an, hier oben einmal das Ganze einmal lang zu ziehen. Und dann füllen wir die Fläche einfach aus. Okay, wenn wir das dann erstmal soweit haben, sollte es so aussehen, auf beiden Seiten habe ich das erstmal so lang gezogen. Hier haben wir schon mal einen besseren Überblick vielleicht. So, jedenfalls jetzt weiter hier weiter vorne. Wir hatten ja, sage ich mal, hier einen Vierer überstehen von den roten Betonblöcken. Da lassen wir vorne wieder überstehen, so nur darüber. Einfach einen Dreier. Dann machen wir einfach einen Zweier und dann nochmal einen Einer. So, dann geht es weiter. Jetzt hatten wir hier auch wieder einen Vierer. Da lassen wir dann erstmal einen Einzelnen überstehen, danach dann einen Zweier und wieder dann einen, Einer. Ne? So, das Spiel machen wir jetzt an sich nochmal, ja, mal sagen, noch zweimal. Hatte ich da drüben auch dreimal gemacht. Also nochmal einen Einer, davon dann darüber nochmal einen Zweier und wieder einen Einzelnen. So, dann machen wir es noch einmal, dann sitzt es auch drin. Gleich hier nach dem Zweier hier. Muss man immer so ein bisschen gucken, nicht, dass man sich hier doch vertun sollte, denn hat man am Ende ein Problem. So, okay. Haben wir davon denn drei Stück? Jo. So, was hat denn wir hier? Jetzt sind wir schon wieder im Fallen. Ein Zweier, einer, einer. So, das machen wir auch mal. Wir lassen jetzt hier einfach zack. Ein Zweier so wieder überstehen. Und dann können wir das ja eigentlich bis nach oben ziehen. So, dass das hier perfekt dran ist. Und dann haben wir die Seiten an sich schon so gut wie fertig. Der nächste Schritt wäre, das Ganze zuzuziehen. Und wir setzen jetzt vorne nie einen an, sondern immer nur dahinter. Immer das, wenn man jetzt hier sowas Freies sieht, dann kann man das jetzt einfach so zumachen. Ne, ihr seht hier sowas Freies, zack, machen wir das zu. Soll ja auch kein Wasser reinlaufen, wenn wir da unsere Partys drauf feiern, ne? So, einfach denn hier immer alles zumachen. Das machen wir dann natürlich hier einmal auf der Seite und dann nochmal auf der anderen Seite, wenn das natürlich auch da so einfach mal vorgezogen hast. Dann bleibt uns ja am Ende jetzt erstmal nur noch die Rückseite, die wir noch machen müssen. Wir bleiben noch bei unserem roten Beton, fliegen hinten ran und setzen uns in der Mitte einen Dreier hin. Davon lassen wir an den Seiten jetzt jeweils nochmal zwei Blöcke überstehen und davon nochmal an den Seiten jeweils nur einen Block. So, jetzt müssen wir natürlich hier noch diese freie Fläche ausfüllen. Da setzen wir einfach, mal sagen, hier erstmal so, dass das hier zu ist. Und dann setze ich mir ganz oben hier nochmal so einen Zweier ran. Fertig ist das Ganze. Machen wir nochmal auf der anderen Seite. Also, wir füllen hier erstmal das Loch. Ich setze hier erstmal einen Einzelnen hin. Dann mache ich das hier einmal bis nach oben zu und setze mir einfach hier an der Ecke noch einen Zweier ran. Fertig ist das Ganze. So, dann haben wir schon mal von unserem Dachschiff so langsam den Rumpf fertig.
Jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen was noch tun. Und zwar schreiben wir jetzt mal das Logo rauf von DAF, ne, also die Schrift DAF. Und dann machen wir noch ein paar Fenster rein. Am besten wäre es jetzt, wenn wir erstmal anfangen damit, das DAF-Logo rauf zu machen, ne, die DAF-Schrift. Dabei nehmen wir einmal unseren weißen Betonsalz. Und jetzt müssen wir so ein bisschen hier was reinhauen ins Schiff. Wir richten uns wieder an der Seite. Wir hatten ja, sag ich mal, so eine große, lange Fläche. Ne, hier diese eine Kante, die wir hier hatten. Hier war ja auch so ein kleiner Zweier, der übersteht. Gleich darüber lassen wir eine Schicht so, wie es ist, schlagen dann zwei Blöcke weg. So, jetzt gehen wir einmal nach vorne zu unserem Schiff. Da zählen wir jetzt mit. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. So, 12 Blöcke an sich ist die Schrift lang. Das füllen wir dann einmal hier schon mal aus mit weißem Beton. Das ist jetzt unser Blatt Papier, da wollen wir das jetzt aufschreiben. Nehmen dann unsere Tinte zur Hand, unseren Schwarzbeton und schreiben da jetzt das drauf. Man schreibt ja eigentlich von links nach rechts. Wir machen es anders, wir schreiben von rechts nach links, denn ich finde das einfacher ist zu bauen. Wir beginnen beim DAF erstmal mit zwei Fs. Relativ simpel aufgebaut. Wir bauen unten jetzt hier gleich hier auf dem Blatt Papier ein Zweier hin. Darüber so ein Zweier, der einmal den nach innen läuft und der nochmal ein Zweier, genauso wie unten ist, nach oben hin. So, daran bauen wir jetzt, würde ich mal sagen, nicht gleich das zweite F, sondern erstmal hier unten diesen kleinen Zipfel, dass wir schon mal das F haben. Und da wollen wir jetzt noch ein F bauen. Gleicher Schritt, erst so ein Zweier, dann hier nochmal so ein Zweier und ganz oben nochmal so ein Zweier, ne? Wir stapeln das hier so ein bisschen. Unten so ein Zweier, dann hier einmal zur Seite den einen hinlegen und wieder oben rüber. Genau das gleiche Prinzip. Auch hier unten wieder den kleinen Zipfel dran, dass wir unser F haben. Jetzt machen wir von DAF noch das U hin. Das kommt hier einfach so ein kleiner Punkt. Erkennt man vielleicht das U. Lassen wieder eine Reihe frei und setzen jetzt hier so ein Zweier hin. Eine Reihe freilassen, setzen wir hier einen Vierer insgesamt hin. Komplett hier einmal weghauen alles. Unten wie oben müssen wir das Ganze noch verbinden, damit das hier ein D ist. Und fertig ist unser DAF-Logo. Auf der anderen Seite musst du natürlich spiegelverkehrt bauen, damit das Ganze auch lesbar ist. Sonst kann man es nicht lesen. Oder lässt es dann einfach genauso wie auf der anderen Seite. Aber ja, du musst damit leben, dass es auch keiner erkennt. Okay, wenn wir denn das Logo drauf haben, geht's weiter mit den ganzen Fenstern und sowas. Wir nehmen erstmal unsere Steintreppen zur Hand. Hinter unserem DAF-Logo schlagen wir, nachdem wir eine Reihe lassen, so wie sie ist, 1, 2, 3, 4 Blöcke ran, setzen dann in den Ecken jeweils eine Treppe hin und darüber einfach ein paar Stufen. Ich weiß nicht genau, was das hier ist, ist jedenfalls kein Fenster, das ist irgendwie zu mit dem Schiffrumpf. Wer weiß, vielleicht für Wasser ablassen oder sowas, ne? Machen wir einfach mal hin. Wir fliegen dann einmal vor der Schrift hin, nehmen unsere Stufen zur Hand, lassen eine Reihe frei und setzen 1, 2, 3, 4 Blöcke weg. Ja, also schlagen die weg, setzen oben dann schon mal gleich unsere Stufen hin. So, lassen dann zwei Blöcke Platz und nochmal 1, 2, 3, 4 Blöcke weg. Und dann hier auch wieder Stufen hin. Wenn wir das dann haben, geht's weiter. Nun lassen wir immer zwei Blöcke Platz, schlagen einen weg und setzen dann oben eine Stufe hin. Das Ganze machen wir fünfmal. Das ist das erste Mal, dann hier das zweite Mal, dann hier das dritte Mal und dann hier das vierte Mal und dann noch einmal und zwar hier vorne machen wir das fünfte Mal. So, dieses Spiel macht man natürlich dann auch nochmal auf der anderen Seite. Wenn wir das dann haben, geht es weiter, dass wir erstmal unsere Glasblöcke nehmen. Da kannst du, wie gesagt, dein Lieblingsglas nehmen und dann setzen wir hinter hier einfach mal die Glasblöcke hin. Ich weiß noch nicht, ob ich im Nachhinein den Rumpf mir einrichten werde. Mal gucken. Ansonsten wären das alles Fake-Fenster. Muss jeder für sich entscheiden, ob er es gerne einrichten möchte. Aber ich glaube, man kann schon einrichten. Wir haben es tief genug gebaut und so. Es ist schon machbar. Zum guten Schluss fehlt uns noch vorne was. Und zwar, das Schiff muss ja auch schon mal sicher hier stehen. Nicht, dass uns das hier wegtreibt. Da müssen wir noch einen Anker einbauen. Wir gucken. Jetzt einfach mal vorne. Da zählen wir mal. Wir haben ja an sich hier ein paar Ebenen. So, das ist Ebene Nummer 1. Ebene Nummer 2, Ebene Nummer 3 und Ebene Nummer 4. Ab der Ebene Nummer 4 hatten wir hier, sag ich mal, so ein Einer, so ein Zweier und ein Einer überstehen. Unter dem Einer schlagen wir das Ganze einmal weg. Oh, mal hier gucken. Wir setzen hier hinter einfach mal Steinblöcke hin. Ne, so wie ich das hier jetzt so mache. Einfach so ein paar Steinblöcke hin, setzen in unsere Kette rein. Das ist in meinem Fall jetzt eine Steinziegelmauer. Die machen wir drei Blöcke hier außen einfach hin, setzen dann an den Seiten jeweils, was nennen wir jetzt hier, Steintreppen, so, und unten würde ich noch eine Stufe hinsetzen, damit wir hier so symbolisch einen Anker haben.
Ja, man könnte noch, damit das nicht so leuchtet, da oben, zack, auch nochmal einen Steinblock draufsetzen. Und fertig wäre dann hier unser Anker von unserem Dachschiff. Ich weiß jetzt nicht, ob beim Dachschiff auf beiden Seiten ein Anker ist. Ist das normal, dass bei so einem großer Yacht auch auf beiden Seiten ein Anker ist? Vielleicht haben wir hier einen Schiffsspezialisten hier, der kann mir mal sagen, dann setzen wir uns noch einen Anker auf der anderen Seite hin. Ansonsten habe ich nur einen Anker. Ne, können wir nochmal gucken. So sieht denn die Seite aus ohne Anker. Und dann die andere Seite mit Anker. Jo, wenn wir das Ganze dann haben, können wir diese Blockenteile wegtun und gehen dann wieder an die Kiste ran. Aber das alles denn in der nächsten Folge, da geht's denn mit dem oberen Teil des Schiffes weiter. Der ist simpler und einfacher zu erklären. Da muss man nicht so unbedingt gucken, weil ich sag mal, wenn du den Rumpf vermasselst beim Schiff, sieht das einfach nicht mehr gut aus. Dann erkennt man es vielleicht gar nicht mehr so richtig als Yacht. Von daher gucken wir uns das Ganze denn in der nächsten Folge an. Da geht's denn an den oberen Teil. Ich verlinke euch das Ganze unten in der Videobeschreibung, sobald der nächste Teil auch hochgeladen ist. Ne, kannst du einfach zack unter dem Video gucken, kommst dann dahin und dann können wir ganz gemütlich weiterbauen. Aber ansonsten stelle ich mich hier vorne Safety hin. Und wenn ich Safety schieße, sage ich nur noch eins zu euch. Und zwar ganz einfach, haut's rein und tschüss.